sister of my Christ. Hand in hand we stand as one, we push, we reach, we rise, we rise, we rise. Er habe seine Freundin immer wieder geschlagen und bedroht, auch gewürgt, sagen deren Familienmitglieder aus. Sie wurde 22 Jahre alt und hinterlässt einen 6-jährigen Sohn und ein 11 Monate altes Baby. Hand in hand we stand as one, we push, we reach, we rise, we rise, we rise, we rise. Hand in hand we stand as one, we push, we reach, we rise. A mother's strength, a daughter's love, a sister's will that will be done. Der 8. März ist für mich und für das ganze Kollektiv der Tag, an dem wir unsere Kämpfe auch gebündelt auf die Straße tragen, weil wir auch immer darüber hinaus es permanent sichtbar machen wollen, dass es noch so viel zu tun gibt, das Patriarchat zu bekämpfen, feministische Themen nicht nur als Spartenproblematik auf den Tisch zu bringen, sondern zu zeigen, dass es hier um die Gesellschaft als Ganzes geht. Und der 8. März ist der Tag, an dem international so viele Frauen und Queers auf die Straße gehen, dass wir mit geballter Wucht auch zeigen können, wie viele wir sind und wie wichtig es ist, was zu ändern. Strength tested in the dark of hate. Ja, letztes Jahr haben wir Streikcafés organisiert, in denen Leute zusammenkommen konnten und sich austauschen. Wir haben versucht, die ganze Kinderbetreuung und Essen von solidarischen Cis-Männern zu erledigen, dass die das übernehmen, um einen Freiraum zu schaffen. Ich streike, weil ich nicht mehr vorgeschrieben bekommen möchte, wie ich auszusehen habe oder wie ich mich verhalten soll. Wir müssen die Kämpfe auch zuspitzen mit dem Mittel des Streiks, also auch zeigen, dass wir nicht nur auf Sichtbarkeit setzen, sondern dass wir auch Arbeit niederlegen. Ich streike, weil ich erst anfange zu merken, dass die Gleichberechtigung, von der mir immer gesagt wurde, dass sie schon erreicht sei, in unserer Gesellschaft überhaupt nicht da ist. Und das ist genau das, was wir damit bezwecken wollen, zu zeigen, wir brauchen eine Unterbrechung, die zur Reflexion dient, die zeigt, wer macht was, aber auch natürlich im wirklich materiellen Sinne, was Arbeitskämpfe angeht. Und für einen politischen Streik in Deutschland, dass das wieder möglich ist, auch zu streiten und zu kämpfen. Ich streike, weil ich keine Lust habe, mich um alles zu kümmern. Ich streike, weil die alten weißen Männer niemals freiwillig ihre Privilegien abgeben werden. Ich streike, weil Frauen Sternchen genauso ein Recht auf Orgasmen haben wie Männer. Dieselben Gründe, die wir letztes Jahr hatten, sind auch unsere diesjährigen Gründe. Aber die Corona-Pandemie hat an allen Fronten eigentlich die Sachen problematischer und schwieriger gemacht. Also für uns gibt es immer diese drei großen Themen. Das ist unbezahlte Arbeit, also die ganze Care-Arbeit, auch Mental Load von Frauen und die Aufgabe, die Queers und sonstige Personen in dem Flinter-Spektrum übernehmen. Es gibt die bezahlte Arbeit, also alle Jobs, die in irgendeiner Form jetzt als systemrelevant gelten, aber außer dieser lobenden Anerkennung nicht viel passiert ist. Das sind die Pflege, aber auch Reinigungskräfte und solche Jobs, wo viel um Personalmangel und Gender Pay Gap und so geht. Und der dritte große Schwerpunkt, der in diesjährigen Aktionen nicht im Fokus steht, der bei uns immer auch an diesem Tag sehr wichtig ist, ist die sexualisierte Gewalt. Der Vergewaltiger bist du! In der ganzen Welt die Problematik sind immer die gleiche. Gewalt gegen die Frauen, wir bekommen immer wenige oder niedrige Gehälter. Und in Chile, das ist noch extremer wegen unserer nicht nur patriarchalische System, sondern auch ein extrem Neoliberalismus. Die zum Beispiel, wir Frauen müssen, für den Fall, dass wir Frauen sind, wir müssen viel mehr für das Gesundheitssystem zahlen, weil wir Babys haben oder schwanger sein können, und das ist ein Problem. In Chile und in den ganzen Lateinamerika gibt es viele Frauenmord oder Femizid, wie man sagt. Und die Presse berichtet das immer, hat so ein Schema, die Frau ist immer sehr sexy angekleidet, sexualisiert. Und der Mann wurde immer genannt, was er macht, zum Beispiel Studenten von Medizin.
und ist immer genannt, dass er wahrscheinlich nicht schuldig ist. In dieses Lied, wenn man das richtig und tief analysiert, steht alles, was Patriarchalismus ist. So, die Frau von Geburt wurde verurteilt. Wenn wir Vergewaltigung erleben oder andere Formen von sexueller Belästigung, wurde immer gesagt, es ist unsere Schuld. Vielleicht warst du an den falschen Ort oder hast du das Falsche getragen. Und das nimmt auch dieses Lied und auch die Gewalt von Institutionen, von der Polizei, von der Regierung, von den Richtern, die auch immer diese Frage stellen. Vielleicht warst du, oder war dann in Schuld? Hast du etwas gemacht? Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du nicht siehst. In den deutschen Kontext wurde gewechselt mit Hilfe von Frauen Sternchen Streik. Und sie haben gesagt, wir adressieren jetzt die Rassisten und die Faschisten. Und das ist dieser Teil, das auf unsere Schmerzpropaganda macht. Und wir sagen euch laut und klar, Feminismus heißt Antifa. Wir sagen euch laut und klar, Feminismus heißt Antifa. Und ich würde so alle einladen, die deutsche Übersetzung zu lesen und richtig alle die Sätze analysieren und alle machen Sinn. Auch Kleinigkeiten zum Beispiel, das sagt der Vergewaltiger warst du, das ist die Vergangenheit, aber dann sagt der Vergewaltiger bist du. So, es ist etwas, das ist ein Prozess, aber er bleibt immer noch. Auch mit den Fortschritten, die wir in der ganzen Welt gemacht haben und in Chile, das bleibt immer so. Und ein Zeichen, dass das universell ist, wie ein Hymn von den Frauenbewegungen, ist, dass diese gleiche Performance in verschiedenen Ländern gemacht wurde. Zum Beispiel in Indien, in der Türkei, auch in anderen europäischen Ländern. Und in der Türkei wurden die Frauen sogar, sie waren im Gefängnis wegen dieser Performance. Ich habe mit meinen Studenten den Text analysiert. Wir hatten eine Stunde gebraucht und viele, das war sehr, sehr wichtig, dass Männer, die nie daran gedacht haben, einer hat fast geweint, weil er konnte sich nicht vorstellen, wie das für eine Frau ist. Weil wir haben, die Kommilitonen haben ihm erklärt, was ist, dass eine Frau zu sein und dass man kann nicht auf die Straße gehen und man kann nicht ertragen, was man will und wie das die Männer nicht erleben. Ja. Die Rolle der Männer in dem Feminismus ist, zuerst zu beobachten und sagen, okay, vielleicht das stört mich. Aber ich muss wissen, warum. So, die zweite Rolle ist zu hören. Okay, gibt es etwas, das mir sagt, okay, Feminismus ist nur Frauen und sie wollen keine Männer? Zum Beispiel in dieser Performance sind keine Männer erlaubt, nur Frauen und Trans, Queer und so weiter. Und viele Männer sagen, ja, aber das ist auch Diskrimination. Und wir sagen, nee, wir wollen unter uns sein, aber kannst du vielleicht in eine andere, kannst du irgendwie helfen? Kannst du vielleicht das filmen? Kannst du vielleicht auf die Kinder aufpassen? Kannst du vielleicht verstehen oder Frauen fragen, ey, warum ist das nicht meine Schuld, wo ich war und was ich trug? Was bedeutet das? Ein bisschen mehr mit den Frauen zu reden, zu verstehen, warum sie diese Bewegung teilnehmen. Und das finde ich extrem wichtig, weil wenn man, die Feminismus radikalisiert sich immer noch oder immer mehr, und viele Männer haben diese Kontrareaktion und man muss diese Dialoge etablieren. Und das macht man nur, wenn man auch um diesen Dialog offen ist. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía. Violador eres tú. Uns geht es darum, uns den Raum zurückzunehmen. Und zwar einerseits auf der Straße. Wollen wir wehrhaft sein gegen männliches Dominanzverhalten, was auch in Frankfurt Frauen und queeren Personen tagtäglich begegnet? Und andererseits geht es uns um Freie- und Schutzräume, die in Frankfurt super rar gesät sind, weil sowohl das Wohnen als eben auch nicht kommerzielle Räume super schwer zu bekommen sind, weil die Mieten super teuer sind. Und diese Räume aber sehr, sehr wichtig sind, um uns gegenseitig zu supporten, um miteinander zu sprechen, um uns zu vernetzen, was wir vorher schon gemeint haben. Und
Genau, deswegen fordern wir, diese Räume zu erhalten und auch gegen die gegenwärtige Politik, die die immer wieder angreift, so wie das Klapperfeld im Moment und auch ansonsten solche Freiräume überall in ganz Deutschland, ganz Europa, auf der ganzen Welt angegriffen werden. Genau, und uns geht es darum, die zu verteidigen, auch auf einer feministischen Demo. Zum Beispiel halten ja die Norm von einem ganz klar binären Genderverständnis genau das so fest, dass sozusagen Frauen weiterhin die Reproduktionsarbeit leisten, weil das einfach historisch so entstanden ist im Kapitalismus, aber auch, weil sozusagen Kapitalismus und Patriarchat einfach untrennbar miteinander verflochten sind. Genauso die rassistische Norm sozusagen, mit der immer noch passieren kann, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das scheint einfach in dieser Gesellschaft okay und akzeptierbar zu sein. Und diese Norm sozusagen gilt es abzuschaffen. Die Kampagne heißt Kein Zurück zur Normalität, aus der Krise in die Utopie. Und das macht sich zurzeit natürlich daran fest, dass wir alle gerade in der Corona-Krise leben und dass irgendwie die Rufe nach dem Zurück in die Normalität immer lauter werden. Und wir sagen, wir wollen nicht zurück in diese Normalität. Wir wollen nicht zurück in eine rassistische, in eine queerfeindliche, in eine antisemitische, in eine misogyne, frauenfeindliche Welt, in eine kapitalistische Welt, die Menschen ausbeutet und dafür genau diese Diskriminierungen braucht sozusagen. Dahin wollen wir nicht zurück und deswegen wollen wir aus dieser Krise straight in die Utopie. Apart, apart, apart. Although the miles may separate us, we can stand apart. Steel tempered in the fire of fear. Strength tested in the dark of hate. We had it in us all along. It is and never won't be too late.